Psychische Gefährdungsbeurteilung. Wir beantworten Ihre Fragen. Was ist zu tun? Das Gesetz verpflichtet jeden Arbeitgeber zur Durchführung einer psychischen Gefährdungsbeurteilung. Wo genau ist diese Verpflichtung festgelegt? Im Arbeitsschutzgesetz. Paragraf 5 Durchführung, Paragraf 6 Dokumentation. Novelliert im September 2013. Was hat sich konkret seit der Novellierung verändert? Erstens, Fokus auf den zunehmenden psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. Zweitens, Dokumentationspflicht, auch für Kleinstunternehmen, mit 1 bis zu 9 Mitarbeitern. Welche Konsequenzen muss ich bei Nichtdurchführung beachten? Bei fehlender Durchführung drohen im Ernstfall Schadensersatzklagen von Betroffenen, Regressforderungen von Leistungsträgern, Nachteile bei Arbeitsgerichtsprozessen. Wird bei der Gefährdungsbeurteilung nach psychisch belasteten Mitarbeitern gesucht? Nein. Bei unserer Vorgehensweise identifizieren wir gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern das Belastungsrisiko im Unternehmen und leiten geeignete Maßnahmen ab. Die Experten am Arbeitsplatz werden aktiv mit einbezogen. Das steigert Engagement und Leistungsfähigkeit. Die Durchführung wird unter Einhaltung der Voraussetzungen der Förderrichtlinie sogar mit einem Zuschuss von bis zu 80% gefördert. Es besteht auf die Förderung kein Rechtsanspruch. Interessiert?